Leute, willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja gedacht, wir werden mal hier schön hoch zu dieser schönen verlorenen Zone gehen. Dann werden wir uns das Panorama krallen, dann werden wir natürlich den ganzen Weg zu Fuß hier wieder runtergehen. Natürlich nicht. Ja, dann werden wir noch uns hier runter teleportieren, wahrscheinlich hierher. Dann werden wir uns hier noch die Quest holen. Dann werden wir uns noch das Panorama holen. Und dann werden wir noch hier zu dem Panorama hochgehen. Und da beenden wir die Folge. Das ist der Plan für heute. Ob wir das alles hinkriegen, ich habe keine Ahnung. Aber wo sind wir gerade? Wir sind hier unten. Ist nicht ganz so prickelnd gerade, ne? Wir müssen irgendwie hier näher oben ran. Okay, dann teleportieren wir uns mal hierher. Wir haben ja genug Schnellreisepakete. Da können wir sie auch einsetzen, weil zwischen zwei Quests und so weiter können wir ruhig mal hin und her gehen. Also auch mal die Landschaft bewundern und so weiter, weil das gehört einfach zum Spiel dazu. Aber wir müssen auch dem Ladescreen ein bisschen die Ehre erweisen. Mal guckt ihn euch an. Dieser Ladescreen ist einfach mal eine Hommage an diese Spiele. Das ist einfach mal so extrem krass. Diese wirklich 3D sich bewegenden Animationen. Animationen bewegen sich selten. Oh, Rayon, du bist so ein Schlaukopf. Ah. Herr Ladescreen, haben Sie das bald? Ich kenne die Tipps schon. Die hatten wir schon. Gibt nicht ganz so viel, wie du gedenkst. So. Verdammte Zone incoming. Die haben wir hier. So. Das ist eine verdammte Zone für Stufe 18. Wir hätten damals mehr verdammte Zonen machen sollen. Fällt mir gerade ein. Okay. Quest holen wir uns gleich. Zuerst holen wir uns die verdammte Zone. Da haben wir noch 200 Schritte hin. Das sollten wir easy hinkriegen. Ja, die Folge hier ist heute ist gut durchgepackt. Durchgepackt, auf alle. Ist gut vollgepackt. Wuhu! Ada, du bist robust, ich mag dich, Mädel. Ach, schön. Habe ich gerade Donner gehört, oder was ist das? Egal. Was ist das denn? Okay, das ist, glaube ich, das, wofür das Panorama da ist. Kann das sein? Oder meine Zone? Sind wir schon drin, verdammte Zone? Sind drin. Geht's hier um verdorbene Läufer? Boah, heftig. Gleich mal so einfach, diesen fucking Tank zu treffen. Getroffen. Ah, ist okay. Oh shit, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ach du Scheiße, nein! Okay. Du wolltest es so. Weg bitte, danke. Hm, ist okay. Nein, geh weg bitte, danke. Keine Konzentration und down. So, der Boss dieser Zone ist anscheinend schon geräumt. Dann machen wir es noch den kleinen Bulli hier. Und zack! Aua! So, wir haben einen Schockpfeil. Oh ja, was. Und schöner Pfeil da. Hab ich nicht ganz getroffen, ne? Nein, jetzt hab ich verzogen. Ich wollte einen Wälder erwischen, verdammt. Das sind ja nicht mal Läufer, das sind Stürmer. Das sind Stürmer. Deswegen. Jetzt. Ich habe keinen Wälder mehr, den ich niederreißen kann. Das ist unglaublich. Langsam fuckt ihr mich ab. Dumme Stürmer. Ich verderb das fuckt auch langsam ab. So, also auf die Hörner schießen. Das war ja bei den Stürmern, ne? So, verdorbene Zone. Geräumt. Easy. So. Was ist mit dir so? Habe ich nicht irgendwo auch irgendwas Blaues rumliegen gesehen? Oder liege ich da falsch? Anscheinend liege ich da falsch. Aber egal. Verdammte Zone geräumt. Jetzt gehen wir zu Quest. Zu Quest gehen wir. Nein, ich werde nicht alles aufsammeln. Da ist mein Inventar wieder so schnell voll. Das will ich nicht. So. Warte mal. Mein Sprachpegel war gerade 3 Punkte unter meinem normalen Niveau. Ich habe das mal eben bereinigt.
Ich bin so ein bisschen penibel. Ich nehme nämlich auf 59,65 auf, normalerweise eigentlich auf 60,65, aber im Moment auf 59,65, aber vorher war es noch auf 62 und ich will auf 65 bleiben, weil die Sprachlautstärke soll gleichbleibend sein. Macht ja Sinn, oder, bei den Einstellungen? Also wer sich mit Elgato auskennt, weiß, wovon ich gerade geredet habe. Die anderen, sorry. Ich muss hier runter, verdammt. Okay. Nee, dann will ich hier nicht runter. Hä, wo ist denn die Quest? Die verarschen? Ich guck doch gerade zur Quest. Nee, jetzt guck ich zur Quest. Ach, hier unten ist die Quest. Ach ja, da war ja was. Die war ja unten. Unten dabei war die Quest. Dann wollen wir uns hier noch das Panorama holen, ne? So. Und das Panorama. Zeigt's mir nicht an. Ich hab's markiert, verdammt. Hä? Ich guck auch gerade hin. Aber er zeigt's mir nicht an. Was ist das für ein Assi? Warum zeigt er mir denn das Panorama nicht an, das ich markiert habe? Das ist Assi. Nee, das geht's doch nicht. Jetzt zeigt das mir an. Hui, Aloy, das überlebst du, oder? Ja, danke dir. Aloy, heil dich mal bitte. Aloy. Halt dich mal bitte voll. Danke. So. Da oben bestimmt, ne? Soll ich das Spiel kennen, da oben. Und da kommen wir sogar hoch. Siehst du mal, da oben. Habe ich doch gewusst. Ah, ich liebe die Lanze von Silence, ne? Die sieht so steilisch aus. Die ist genauso durch wie der ganze Typ. So, hier sind wir richtig, ne? Jetzt kann ich mich hier den Nägels festhaken. Oder was ist denn los? Ey, Leute, ich hab die auch lieb, aber kannst du dich mit dir... Hier geht's doch hoch, das habe ich doch gesehen, ne? Nee, hier geht's nicht hoch. Das ist aber vorher gerade schon ausgesehen, dass wir dich hier hochkommen irgendwo. So, dann kreisen wir das ganze Teil mal und suchen uns mal einen Weg, wo wir denn hier hochkommen würden. Das ist ja schon ganz reizend. Hier geht's nirgends hoch. Komm schon, irgendwo müssen wir da hochkommen. Was ist das denn? Ach ja, da waren wir schon mal. So viel zum Thema Sicherheit. Ach, Sicherheit, was ist das? Wir spielen Horizon. Hier gibt es keine Sicherheit, ey, Leute. Ach, die Sonne, das ist so... Ah, Let's Player. Ich kann mich noch erinnern an diese Pixel-Spiele von damals. Ja, mach mal kurz Schaden, Aloy, danke dir. Ich kann mich erinnern an diese Pixel-Spiele damals, da gab es keine Sonne. Und schon gar nicht so eine. Die Computer oder die Konsolen damals, die werden krepiert. Würde es so ein Lensflare geben in einem Spiel. Die werden exploded, so heiß endlich geworden. Weil die das gar nicht verarbeiten hätten können, diese ganze Datenmenge. Aber jetzt? Das ist einfach mal so easy. Also easy immer noch nicht, aber... Es ist möglich. Das ist geil. Hey Leute, kommst du hier hoch? Ja, danke. Wo ist denn dieser fucking Aussichtspunkt jetzt? Irgendwo da oben, oder wie? Gehe ich denn eigentlich noch richtig? Bin ich noch im Punkt? Ich bin nicht mehr im Punkt. Ach du Scheiße. Okay, dann werde ich mal weiter hier hochgehen. Dann kommen wir vielleicht wieder auf den Punkt drauf. Ich glaube schon. Ich gehe hier wahrscheinlich gerade nicht den legalen Weg, ne? Ne, wahrscheinlich nicht. Sollen wir überhaupt hier hoch? Wenn nicht, egal. Dann haben wir wenigstens einen geilen Tag gehabt. Denn hier komme ich hoch, habe ich gehört. Aloy, du kommst hier hoch, hast du gesagt. Ach komm, Aloy. Wir sind doch so kurz vom Gipfel. Da kannst du jetzt doch nicht aufgeben. Komm schon, Aloy. Komm, Aloy. Ja. So ist fein. Wir sind oben. Geil. Wir haben das Plateau einfach mal erklommen. Wie schön. Okay, noch nicht ganz oben, aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. Wie geil. So, wir sind oben. Alter, diese Aussicht hier. Das ist so krass. Also, ich habe keine Ahnung, wie wir hier wieder runterkommen oder wo der das Panorama ist, aber es war es wert, hier hochzukommen. Ich meine, seht euch das mal an. Ah! Krass. Komm mal, diese Klippe muss ich mir stellen. Oh. Warte, ich brauche ein Taschentuch. Ich muss mal kurz für mich sein. Warte kurz. Nee, natürlich nicht. Aufzuschwimmen dann. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Ne, Ella. Damals, als wir noch jung waren. Damals. Ne? Damals in deinem letzten Leben. Oh, habe ich gespoilert? Nein. Was? Das waren keine 5 Meter, Aloy. Okay, der Fallschaden, er schlägt zurück. Ja, okay, danke dir. Aber das waren doch keine fucking 5 Meter. Die ist doch den Rest gerutscht. Das ist das gleiche wie bei Witcher 3. Also, wer Witcher 3 spielt,
Geralt von Riva, also der Hauptcharakter von Witcher 3, der hat auch seine kleinen Problemchen mit Fallschaden. Ich glaube, das haben die übernommen. Ach, hier unten ist der blöde Point. Jetzt haben wir wenigstens kein Problem mehr runterzukommen. Einfach mal hier unten? Das ist doch so unspektakulär. Das kannst du doch nicht machen. Ach, krass. Letzte Reihe. Kann ich mir auch irgendwas anhören oder ist das nur Bild? Ist das nur Bild? Krass. Krass, krass, krass. So ein richtig geiles Konzert. So, Quest war hier unten, ne? Okay, dann teleporten wir uns mal. Dann haben wir noch ein Panorama. Ich bin echt gespannt, was die ganzen Panoramen so mit sich bringen. Denn die Panoramen, das sind wirklich Sachen, wo ich sage, das müssen wir alles mitnehmen. Metallblumen? Nee, brauchen wir nicht. Oder diese ganzen besonderen Gefäße, diese Metallgefäße, brauchen wir auch nicht. Das ist doch nur Schmuck von damals oder Gefäße von damals und so weiter. Oder irgendeine Technologie. Das sind nur Sammelobjekte. Natürlich ist eine kleine Geschichte dabei, ne? Aber, jetzt kommt das große Aber, mehr auch nicht. Bei den Panoramen siehst du wirklich was. Da kannst du dich wirklich reinfühlen, wie es damals ausgesehen hat. Das ist schon ein geiles Feature, was die eingebaut haben. Die lieben Leute von Guerrilla. Die dieses wunderschöne Spiel hier gemacht haben. Finde ich schön. Ich hoffe, es kommt ein zweiter Teil. Ich bin für Horizon Zero Dawn 2. HZD2, los. Go, go, go. So. Quest for the Ever... So. Ich guck gerade auf die Zeit. Wir sind richtig gut in der Zeit, ne? Ich war der erste Langhals. Kann mich erinnern. Und ich höre noch gerade den ersten Langhals, den wir überbrückt haben. Da ist auch der Große. Hi! Dann, mit dir haben wir angefangen damals. Das war, glaube ich, Folge 10 oder so. Ne, das war Nachfolge. Ne, das war Vorfolge 10 sogar, glaube ich. Ne, das war Nachfolge 10, hundertprozentig Nachfolge 10. Folge 10 war die erste Hashtag-Ecke-Folge. Aber wer hat du. Ach ja, wir sollen diese komischen Dullis hier befreien, die hier eigentlich nicht sein sollten. Scannen wir einfach mal, gucken wir mal, was hier los ist. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinensporen führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Maschinenspuren, Menschenspuren. Folge den Spuren. Alles klar, kriegen wir hin. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Es gab sicher eine Massenflucht. Ja, haben wir schon gehört, Ella. Kriegen wir hin. Mal gucken. Diese Quest haben wir auch vor Jahren angenommen. Also mindestens vor 50 Folgen. Mindestens. Nee, das war, glaube ich, sogar länger her. Das war, glaube ich, viel länger her. Weil es sind mindestens 50 Folgen. Hallo, Leute. Hallo? So, ich hab auch einen zweiten Sägezahn gesehen. Vielleicht gibt's jetzt einen Kampf. So, ich bin bereit. Nein, nicht auf mich. Pfui, geh weg. Nein. Du hast noch einen anderen Dulli hier, mit dem du kämpfen kannst. Viel Spaß jetzt noch. Du gehst ja auf mich. Why? Du willst das so, ne? Komm doch drauf. Das kriegst du hin, oder? Geht der überhaupt auf mich? Wieso fokust der mich? Ich glaube, der andere Sägezahn ist eine wesentlich größere Bedrohung wie ich, oder? Lilanes Zeug. Ah! Eisspule. Danke dir. So, der Dulli hier ist mein Freund. Erledige die Sägezähne. Aber das ist doch mein Freund. Muss ich den wirklich erledigen? Okay. Ich klaue dir mal die ganze Rüstung, die du hast. Dann tun wir uns beide leichter. Nein, pfui. Ja. Aua! Mann, das wäre so schön gewesen, wenn ich ihn jetzt noch mit dem schönen Schlag erwischt hätte. So, das war schon krass, dass ich ihn schon so überwürfelt habe. Sägezähne, ne? Easy. Können wir wieder raus? Nee, bleib drinnen. Ich hab nichts Besseres verdient. Wo seid ihr denn? Hole die Ruine. Wo sind die Dullis? Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Seid ihr hier drin? Versteckt ihr euch gerade oder wie? Ich kann wieder rauskommen, ist sicher. Wo sind die denn?
Hallo? Ist es nur diese Ruine, wo sie sein könnten? Oder können die auch hier drüben sein? Nee, das ist schon außerhalb von Radius. Wir müssen in diesem Gebäude hier sein. Da oben. Nee, oben halte ich für unwahrscheinlich. Es gibt auch noch Nebel. Geil hier noch. Ja, ist okay. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Ah, ist okay. Dankbarkeit sieht anders aus, aber passt schon so. Ich kehre zu Dan zurück. Dan ist in der Zuflucht. Oh Gott, das ist ewig weit, ne? Ach komm, 450, das geht sogar noch. Das kriegen wir sogar noch hin. Das ist schön. Obwohl, hier war irgendwo ein Panorama. Das würde ich schon noch ganz gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Hier, ein Panorama. Dan war hier oben. Dann holen wir uns noch schnell das Panorama, denn wichtig und so, ne? Panorama, wo ist das? Panorama, danach. Ja, wir können querfeldein hier durchgehen. Ab durch die Pampa. Oder besser gesagt durch die Ruinen. Sieht schon krass aus hier, ne? Das war hier wirklich mal eine alte Ortschaft. Hier seht ihr die Ampeln. Hier seht ihr eine alte fallende Straße. Man sieht ja wirklich den Asphalt, der hier reingebröckelt ist. Da ist dieses Flussbett. Hier war mal eine Straße. Das ist krass. Hier ist ein altes Auto. Hier sind nochmal solche. So eine Laterne mit Straßenschilder oder Ampeln. Das sind, glaube ich. Keine Ahnung, das ist schon so verwittert. Scheint aber Ampeln zu sein. Ja, sieht so aus, sind Ampeln, ja. Ah, mega krass auf jeden Fall. Mega krass, ey, Leute. Ach, hier ist Wasser. Ja, man sollte sich auch mal waschen, oder? Hygiene ist wichtig, Leute. Denkt daran, täglich euch zu waschen. Oben runter wie unten rum. Ach, Rayon, was laberst du? Geh ich noch richtig? Ja. Bin zwar ein bisschen weit vom Weg abgekommen, aber egal. Gehen wir trotzdem hin. Ich werde meine Stiefel trocken laufen müssen. Ach, das kriegen wir hin, ey. So, das Panorama. Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht hier unten. Das heißt, wir müssen irgendwo hoch. Irgendwo. Okay, ich gehe schon wieder raus aus dem Panoramagebiet. Dieser Nebel macht es eigentlich nicht besser, ne? Das macht nicht besser. Das verschlimmert nur die ganze Sicht hier. Mann, kann ich der Regen wieder aufhören? Hallo, es reicht. Wir hatten schon genug Regen heute. Nee, das muss irgendwo da oben sein, ne? Ich glaube, das muss irgendwo... Oder eigentlich sogar hier drüben. Ich glaube, das könnte sogar hier drüben irgendwo sein. Ja, das ist sogar hier drüben. Ja, ist klar. Ich sehe es noch nicht, aber ich vermute es hier drüben irgendwo. Jetzt bin ich genau im Gebiet, ne? Jetzt gucke ich genau drauf. Hier irgendwo sollte es... Hi! Mein lieber Plünderer! Wie geht's dir denn so? Alles klar? Alles klar soweit, lieber Plünderer? Du störst mich hier gerade. Dann sage ich dir ganz offen und ehrlich. Was ist da noch Phase? Down. Ich hab was Blaues, das nehmen wir mit. Was ist denn daran blau? Plündererherz, okay. Jetzt ist wieder irgendwo der große Oschi. Aber wo ist denn hier das Panorama, verdammt? Irgendwo da oben wahrscheinlich. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das irgendwo da oben ist. Problem ist, hier komme ich nirgends hoch. Aber wenigstens lichtet sich jetzt die ganze Stimmung hier und der Nebel verzieht sich. Das ist sehr gut. Unterstütze ich sowas.
Wie komme ich denn so hoch? Das ist das Problem, Mann. Kann ich mich irgendwo hochziehen vielleicht? Nein. Natürlich nicht. Wie soll ich da hochkommen? Soll ich da hochkommen? Oh, das Panorama finden wir noch in dieser Folge. Das gibt's doch nicht, dass wir das nicht finden hier. Hier ist alles zerfallen. Trümmer. Oh. Kann man gut verkaufen, das Zeug. Bringt zwar sonst nichts, aber man kann es gut verkaufen. Aber wo komme ich denn hier hoch, verdammte Scheiße? Darf man nicht sagen, bitte, ne? Toll. Egal, ich sag's trotzdem. Ich hüpfe jetzt im Gebäude rum und weiß nicht, wo es weitergeht. Das ist unbelievable. Hier ist nämlich nirgends was. Hier geht's einfach nicht weiter. Hier geht's nicht höher. Vielleicht bin ich auch schon dreimal daran vorbeigelaufen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich denke mal nicht. Oder doch. Was auch sein kann, ist, dass es wieder so mega out of order ist und nicht irgendwo in diesem Gebäude. Wahrscheinlich da oben, das kann gut sein. Oben kann es ganz gut sein. Hier oben ist es nicht, wie sagst du, oder? Nee. Wo ist das Teil? Das gibt's doch nicht. Hier oben vielleicht. Da sehe ich doch was. Nee. Darf ich nicht. Bin sogar wieder mal außerhalb des Gebiets. Was? Da ganz oben? Nee, da zeigt er mich nur an, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, so weit oben sind Panoramen. Manchmal zwar, aber wie soll ich da hochkommen? Da kommt man nicht hoch, verdammt. Na, man kommt ein bisschen hoch wegen dem Langhalszeug und so weiter. Also man kommt da schon hoch. Ein Stückchen, aber nicht so hoch. Will ich jetzt bitte rein? Hä? Ich hab komplett den Überblick verloren. Das Teil ist zu groß. Hä, wo bin ich? Wo kommt man denn hier hoch? Verdammt, man kommt da hoch. Das sieht doch so aus, als würde man da hochkommen. Aber wie? Ja, ich doch echt trollen hier. Das ist doch unglaublich. Man kommt bei dem Haus hier nicht hoch. Da brauchst du mir nicht ver... Das brauchst du mir nicht erzählen, dass man bei dem Haus hier hochkommt. Nee. Mal gucken wir nach rum. Nee, ich kann mich hier nie ganz hochziehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin noch im Gebiet. Ja, gerade so. Weil hier drin macht auch der Aussichtspunkt keinen Sinn. Der Aussichtspunkt macht außerhalb von diesen Gebäuden Sinn, damit man die Gebäude sieht. Oder etwa nicht. Ich drehe mich auch die ganze Zeit viel zu schnell, ne? Hi, Großer! Ja, da kriegst du das hin, ne? Das gibt... Was ist das denn? Das ist okay. Nicht, das haben wir schon gecheckt. Aber ich komme da auch nirgends rein in die Gebäude. Also schon rein, aber nirgends rauf. Das ist das Problem, was ich habe gerade im Moment. Okay, Leute. Ich werde mal zwischen den Aufnahmen mal gucken, ob man da was finden kann. Und sonst geht es in der nächsten Folge mit irgendwas anderem weiter. Ich will die ganze Let's Play-Zeit hier mit Panoramen verschwenden, wenn das so kacke hier zu finden ist. Man könnte das doch ein bisschen einfacher platzieren. Mann. Oder wenigstens einen Aufstieg ersichtlich machen. Aber nein, man versteckt es irgendwo zwischen Ruinen. Danke dir, Spiel. Horizon Zero Dawn, Dislike. But. Sorry, Rayon. Es reicht. Leute, lasst die Bewertung da und schreibt auf jeden Fall auch einen Kommi in die Kommentare. Mohin auch sonst, Rayon. Egal, ich verbleibe mit einem tüchtigen Ray und sage ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.